So, liebe Freunde, wir sind am Wochenende auf der Warschauer Straße. Hier waren wir auch schon eine Weile nicht mehr, oder? Mein Name ist J6, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, in die Warschauer Straße zu gehen. Hier ist ja einiges los. Ja, ich würde sagen, folgt mir auf diese Reise, auf eine neue, weitere Reise. Freitagabend in Berlin an der Warschauer Straße. Los geht's. Mal sehen, was wir so erleben. Grüße in die ganzen Teile Deutschlands. Aber hier ist der Mittelpunkt von Deutschland. Und zwar hier in Berlin. Das ist hier so eine sogenannte Partymeile für die ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Das ist hier die Warschauer Straße, sogenannte Partymeile. Hier tobt und steppt der Bär. Gehen wir mal weiter hoch, woher die ganzen Leute herkommen. Ihr kennt die Ecken auch. Ihr kennt die Ecken auch, die Älteren unter euch, die wir schon lange zuschauen. Aber es geht natürlich auch um die Neueren. Und die Updates, wie gesagt, von Berlin sind immer spannend. Jeder guckt, was in Berlin zurzeit abgeht. Jeder guckt das sehr gerne sogar. Ja? Mit mir spart ihr euch die ganzen Bahntickets und müsst nicht nach Berlin kommen, weil ich zeige euch ja alles hautnah sozusagen, was so vor Ort läuft. Also gehen wir mal ein bisschen rum, lass es mal so ein bisschen auf euch wirken, bis wir bis zur Bahn kommen. Volle Kiste, wirklich. Es ist echt sehr, sehr voll. J6. Was geht, Bro? Wie läuft's? Alles gut? Bei mir ist es gut, bei dir? Dass die Leute mich ständig fragen, ob bei mir alles gut ist. Bei mir ist immer alles gut. Fasst euch auf eure eigene Nase. Nein, er hat doch bloß gefragt, wie es mir geht. Alles gut. Damals standen auch so ein bisschen Dealer hier rum, haben herumgelungert, Dinge verkauft und nach Gras gefragt. Heute ist hier keiner mehr da. Straßenbahn-Vibes. Döner, Kebab. Der Typ sah aus wie aus Japan. Der eine Typ. So ein Rapper. Dachte gerade auf dem Fahrrad, der sah so aus. Schauen wir mal, was auf der Warschauer Straße läuft. Da hinten ist wieder Musik. High Life. Da gehen wir extra hin. Boah, da hinten geht's wirklich ab vorne. Dafür sind wir da. Vielleicht verlängern wir die Aufnahme oder machen zwei daraus. Schöne Straßenbahn hier, Warschauer Straße. Rentner müssen Flaschen sammeln. Was heftig? Können wir mal ganz kurz fragen, ne? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Kein Deutsch? Nein. Aber Sie sind Rentner, oder? Sprechen Sie mal Deutsch? Service, gratis. Service, klar. Ah, okay, okay. Schwierige. Geld nicht so gut, du musst sammeln, extra sammeln? Ja, extra. Extra, ja? Weil Geld ist nicht so gut? Du arbeitest mit... Interview? Hey, no, Berlin, von meinen Freunden. Du arbeitest im Krankenhaus. Krank, ah. Also mein Hobby, ich meine, meine Onkel. Ah, okay, okay. Also als Hobby noch. Dann meine Hobby. Ah. Zwei Tage. Freitag, morgen, ich schaue. Ah, danke dir, ja? Ja. Das ist für meine Freunde. Gucke, okay. Was ist Berlin los? Verstehst du? Mach's gut, Bro. Ciao. Ja, heftig. Also er arbeitet beim Krankenhaus und sagt, macht das als Hobby, weil es nicht ausreicht. Und hier sind wir gerade direkt im Geschehen. Was ist eigentlich hier schon wieder los? Herzlich willkommen in Berlin. Flaschen am Ende. Hier können wir ruhig auf Weitwinkel drauf.
Gehen wir mal ganz kurz auf den Bahnhof, gucken, was da so läuft. Ja, war das richtig. Schau mal, was auf dem Bahnhof los ist. Was geht, Bro? Alles gut? Bahnhof ist full. Aber richtig. Aber hier drin ist ja verboten. Die Musik machen die ja so seit langer Zeit nicht mehr hier drin. Weil die Polizei kommt dann immer sofort. Verboten hier auf jeden Fall, aber außerhalb kann man es ja machen. Gucken wir mal, ob sich hier was verändert hat. Im Prinzip hat sich hier gar nichts verändert. Es strömen Leute hier, ja? Ohne Ende. Ja. Warschauer Straße. Ich glaube, wir bleiben bei dem Techno-Trends. Hier geht's zuerst mal. Then you can thank you. Fund me doing this more for you. Okay, okay. Er sagt, ich muss Glocken gleich nehmen. Welche Glocken? Schau mal bitte in den Hintergrund. Die Skyline, Alexanderplatz. And if you like the glasses, you can get them. They're part of my merchandise. Eigentlich ziemlich warm. And you can get them for 10 bucks. And there they are. Maybe Julian can help you. I don't know. He's trying. Give it up for Julian. Das ist ein richtiger Jam. Shout out to Lasse, big street music community. And I'm gonna do a couple more songs for you. And yeah, fuck yeah, dude. Erst mal richtig abgerissen, der Boy heute. Ja, Mann. Und genau, danke für den Support. Vielen lieben Dank. Brillen kosten 10er, Glasses are 10 bucks. And if you want where and when I play, do you want to know that? Warschauer Straße. Okay, I got a telegram. Wow, this pedal is crazy. What the? Okay. And you can try it for free. If you want to know where and when I am, you've got to follow me on Telegram. Freak show vibes. If you want to know where and when I am, you've got to follow me on Telegram. And yeah, I'm practicing that song, it's pretty shit. Thank you though. And you can scan it right here, and then you will never miss a show. Because you know where and when I am. Ja, wir sehen, die Leute sind gut drauf. Es ist warm. Wir haben T-Shirts an, kurze Hosen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Gehen wir mal weiter rein. Von hier sehen wir auch besser, was hier abgeht. Grüß dich. Hi. Berlin lebt wieder. Noch mehr als zuvor. Könnt ihr euch an das Headquarters erinnern? Amazon? Das Gebäude ist jetzt fertiggestellt worden. Naja, lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken. Ja.
Die Jungs gehen ab hier, jawohl. Jetzt geht's los hier. Jetzt legt er mal einen Zahn zu.
noch ein paar Minuten. Dann würde ich so langsam zum Ende kommen. Wir sehen uns im nächsten Video, sonst sprengen wir den Rahmen des Videos. Ihr habt noch 4 Minuten. Das Mädel ist gut drauf. Ja, sonst wird es zu lang. Peace. Kommt nach Berlin und holt sich ein Ticket. Great contrast.